Man hört es viel in Film und Fernsehen, die Flüchtlingsfrage ist allgegenwärtig. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man sich persönlich eigentlich einbringen? Und da fand ich es beispielsweise für mich einfach sehr, sehr attraktiv zu sehen, okay, ich bin Physiker, was kann ich eigentlich tun? Wie kann ich Gutes für die Menschen tun, die hier aus der Not in aller Welt nach Deutschland kommen? Ja, das Projekt Physik für Flüchtlinge ist angebunden an Physik im Advent, wurde von der DPG initiiert und hat im Endeffekt als Idee, dass man in die Erstaufnahmeeinrichtung geht und dort jeden Tag das Türchen, was in Pia geöffnet wird, mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort gemeinsam anguckt und das Experiment durchführt. Ich selber arbeite bei dem Projekt Physik für Flüchtlinge ehrenamtlich mit und erfahre dabei, wie es in den Flüchtlingseinrichtungen zugeht. Ich erlebe, wie die Kinder dort auf die physikalischen Experimente reagieren und wie viel Spaß sie haben, da mitzuarbeiten. Die DPG ist ein gemeinnütziger Verein und in unserer Satzung steht, dass wir uns zum Wohle der Gesellschaft einsetzen. Und in Zeiten wie diesen bedeutet das auch, dass wir uns in der Flüchtlingsfrage engagieren. Physik ist ähnlich wie Musik ein Phänomen, für das man keine Sprache braucht, das alle Menschen aus Syrien, Irak oder Deutschland gleich beobachten, wahrnehmen und verstehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir mit diesem Thema hier in den Flüchtlingseinrichtungen etwas Unterhaltung, etwas Bildung und auch persönliche Kontakte schaffen wollen. Wir haben also sowohl die Kanäle der DPG verwendet, als auch die der Studienstiftung des Deutschen Volkes, aber auch über soziale Netzwerke haben wir Helferinnen und Helfer geworben und das ist also sensationell gewesen. Wir haben insgesamt über 1000 Freiwillige gewinnen können, die uns unterstützen wollten. Wenn man Zahlen betrachtet unter den Helfern, sind 600 DPG-Mitglieder. Das ist jedes hundertste Mitglied, was sich im Augenblick engagiert. Und hier lebt ein Verein, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hatten wir in der Form noch nicht hier. Also meistens haben wir halt eher kulturelle, also musikalische Angebote oder halt sportliche natürlich. Und ich glaube, aufgrund dessen ist das schon eine Bereicherung. Wenn sie spielen oder tanzen oder machen Experimente zusammen, dann braucht man keine Sprache. Dann versteht man alles, ja. Und dann, das macht Spaß dann. Wenn man, wie gesagt, schon einerseits eine Entlastung, ein bisschen Belastung, aber das macht Spaß. Und das ist meine Arbeit auch. Wir haben gelernt, dass Leute, die aus Krisenregionen nach Deutschland kommen, vor allem Menschen sind. Menschen, genau wie wir auch, die Bedürfnisse haben, die auf der anderen Seite Dankbarkeit zeigen, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, wenn man in Austausch kommt. Speziell für Pia haben wir gelernt, dass die Leute wissbegierig sind. Die sind unheimlich motiviert, sie wollen was machen, sie wollen sich einsetzen. Und das muss man vor allem fördern bei Kindern, die sich gerade in ihrer Entwicklung befinden.